Willkommen zu einem weiteren Vorbereitungsvideo auf die Inverted Classroom and Beyond 2021. Mein Name ist Josef Buchner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Und ich freue mich, dass ich heute einen lieben Kollegen von mir von der PH Niederösterreich begrüßen darf, nämlich den Hubert Gruber. Lieber Hubert, ich darf dich bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst. Einen schönen guten Tag allen zusammen oder so, wie man in Österreich, in Wien und in Baden bei Wien sagt. Servus, alle miteinander. Ich heiße Hubert Gruber, bin Musikpädagoge und Musikdidaktiker an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich und dort schon lange tätig und, wie man, glaube ich, an meinen grauen Haaren sieht, auch sonst beruflich schon sehr lange aktiv und tätig, aber immer interessiert an neuen Dingen und unter anderem auch an dieser Geschichte von Inverted Classroom Model. Und ich möchte das heute anhand des Methodenkonzeptes Klang-Wort-Weg vorstellen. Es ist sowas wie ein dialogisch integratives Lernen mit Musik in Verbindung mit Sprache, mit Mathematik, Sachunterricht und vielen anderen Fachinhalten. Hier vor allem einmal entwickelt für die Primarstufe, aber genauso verwendbar und auch immer wieder erprobt für die Sekundarstufe 1 und 2. Ja, super. Das ist doch schon ein sehr, sehr guter Einblick. Magst du uns vielleicht auch noch ganz kurz ein bisschen erklären, was denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann erwartet, wenn sie zu deinem Workshop dann auch kommen? Ja, eben mit Josef Buchner zusammen haben wir zwei Videos produziert, zusammen mit Studierenden vor ein paar Jahren, wo das Grundkonzept, die Grundidee des Klangwortweges dargestellt wird, sowas wie die Lernbausteine und anknüpfend daran dann einige Beispiele der Studierenden, vor allem aus der Primarstufe. Im Level 1, ich werde den Link zur Verfügung stellen, sowohl für das Video mit Level 1, finden sich vor allem Beispiele, wo es um stark sprachrhythmische Strukturen geht und wo vor allem musikalisch Geräusche, also das würde man sagen, was Rhythmusinstrumente machen, integriert werden. Im Level 2 Video kommen dann die Melodieinstrumente dazu, also die sogenannten Klänge. Wir unterscheiden ja zwischen Geräuschen und Klängen und die erweitern sozusagen dieses Klangspektrum, aber immer in Verknüpfung mit anderen Bildungsinhalten und Fachinhalten. Und diese beiden Videos können schon vor dem Workshop angesehen werden, sollten vielleicht sogar angesehen werden, um einfach einmal zu schauen, wie ist denn der Aufbau so eines Klangwortweges, wie ist die Struktur? Und im Workshop selber werde ich dann mit Hilfe einer PowerPoint und aktiv mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diese Schritte noch vertiefend bearbeiten und spielerisch, und wer mutig ist, kann dann sogar online dazu ein paar kleine Übungen machen. Keine Angst, es ist ganz behutsam und einfach und es macht, glaube ich, sehr, sehr, sehr großen Spaß. Abschließend gibt es dann noch ein paar Videos, die dann mit der Kollegin Karin Dengler zusammen gemacht worden sind mit Studierenden, wo gezeigt wird, wie das, was ich in dieser PowerPoint und diesem Workshop mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mache, Studierende schon umgesetzt haben, um das sozusagen noch einmal zu festigen. Und da schließt sich dann der Kreis, denn die sollen dann eigentlich auch als Inverted Classroom Model Videos wieder verwendet werden. Das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, was sind so musikalische Inhalte, die da drinnen aufgearbeitet werden, also die rhythmischen Strukturen, Puls, Metrum, Takt, Rhythmus, melodische Strukturen, harmonische, aber das alle ganz, ganz einfach und elementar klargelegt. Materialien, die man dazu braucht, A4-Blätter, das sind sowas wie die Pflastersteine für unseren Weg, die man am Boden hinlegen, die man beschriften kann mit Wortsilben oder mit Zeichen. Und was ich sehr gerne verwende, sind meine Stairplay-Karten, die ich zusammen mit Haus der Musik und der Lang-Lang-Foundation entwickelt habe, auch in der Größe von A4, die sozusagen die Tonhöhen darstellen und auch als Pflastersteine verwendet werden. Das Ganze ist ja elementar und von dem Material ganz einfach und lustig für Kinder, für Jugendliche, Erwachsene und mit Senioren. Super, also
Das klingt doch wirklich nach einer perfekten Werbung für diesen Workshop. Du verbindest ja eigentlich in deiner Arbeit nicht nur Inverted Classroom, sondern eigentlich zeigst du uns dann auch noch im Workshop, dass man auch in Zeiten wie diesen in einer virtuellen Konferenz gemeinsam musizieren kann, virtuell musizieren kann und ganz einen aktiven Workshop machen kann. Lieber Hubert, herzlichen Dank dafür für diese kurze Vorstellung. Gerne. Ich sage nochmal, ich freue mich schon drauf, werde auf jeden Fall bei deinem Workshop dabei sein. Wenn auch Sie dabei sein möchten beim Workshop von Hubert oder beim Workshop von anderen Referentinnen und Referenten, bitte unbedingt anmelden. Den Link finden Sie hier neben mir. Ja, und wir freuen uns dann, wenn wir viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Konferenz im Februar 2021 begrüßen dürfen. Lieber Hubert, danke und ja, alles Gute. Danke und Servus nach Deutschland.